Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stefan probiert's. Ich habe ja vor kurzem Papa Türk getestet, zusammen mit Bastian. Und ja, es gibt nochmal vom gleichen Hersteller und auch hier ja, verschiedene. Es gibt noch mehr Papas. Es gibt nämlich hier Papa Shisha und nochmal Papa Shisha. Und das eine ist Shisha Doppelapfel und das andere ist, was war das? Maracuja Melone Himbeere, nicht Erdbeer, sorry. Ja, ist vom gleichen Hersteller. Auch hier hinten heißt es Papas Original Kusstrunk, aber ganz andere Geschmäcker und eben nicht Papa Türk, sondern Papa Shisha. Ja, und die zwei werde ich jetzt auch mal probieren. Wir fangen hier vielleicht mit dem Doppelapfel an, weil das so eher. Ja, vielleicht auch von Shisha-Tabak bekannt ist. Also hier, Papas Original Kusstrunk. Hatte ja beim letzten Mal nicht ganz so funktioniert, der Knobi-Killer. Aber vielleicht war es auch einfach zu viel. Mache ich jetzt aber nicht mehr das Experiment, nochmal Knoblauch zu essen. Ich probiere einfach mal, wie es schmeckt. Einfach als Erfrischungsgetränk. So, 340 Gramm, 330 Milliliter. Ist auch interessant, dass das beides draufsteht. Normalerweise ist es ja nur Milliliter. Vielleicht ist es so fest, flüssig? Nein. Also hier, Papa Shisha, Fragezeichen. Papa Shisha ist das erste grüne Getränk, aha, das nach Shisha, Doppelapfel und Urlaub schmeckt. Papas Original Knubbi-Killer erfrischt Atem und Seele. Auch wieder ein Molkenmischerzeugnis mit Shisha, Doppelapfelgeschmack, Wärme behandelt. Boah, das ist aber echt schwer. Ich glaube, das war beim letzten Mal besser zu lesen hier, oder? Brauche eine Brille hier. Was ist da drin? Molkenerzeugnis ist drin, Wasserzucker. Ist da auch wieder dieses Chlorophylline, genau. Kupferkomplexe. Genau. Ja. Also ist eigentlich ziemlich genau das gleiche drin wie im Papa Türk. Mal gucken, ob es genauso aussieht und genauso schmeckt, wenn ich mich noch daran erinnern kann. Okay, ist auch wieder gritzgrün. Schauen wir mal, ob der Doppelapfel. Oha, das schmeckt tatsächlich wie Shisha-Tabak riecht. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt auch rauchen könnte oder über Tabak gießen und dass das dann wie eine Shisha schmeckt. Der Hammer, es schmeckt wie eine Shisha-Bar riecht. Ich glaube, die Farbe ist wieder das gleiche. Müsst jetzt nebeneinander halten. Ja, also das kann man trinken. Sehr süß. Ja, und wie gesagt, wie eine Shisha-Bar. Jetzt machen wir den nächsten. Maracuja Melone Himbeere. Machen wir direkt hinterher. Papa Shisha ist das erste grüne Getränk, das nach Exotic Shisha-Tabak und Urlaub schmeckt. Und ansonsten ist aber Molkenmischerzeugnis mit Maracuja Melone Himbeergeschmack. Molkenerzeugnis. Da kann man es jetzt mal direkt vergleichen hier. Prozent, oh, es ist so schwer erkennbar, aber es sind auch, glaube ich, 5% Molkenerzeugnis, dann das Wasserzucker, Apfelsaftkonzentrat. Das ist interessant. Hier ist Apfelsaftkonzentrat drin, ist ja auch klar, ist ja der Doppelapfel, aber hier ist auch Apfelsaftkonzentrat drin, obwohl das Maracuja Melone Himbeere ist. Dann kommt Kohlensäure, ah ja, da ist noch Maracuja-Saftkonzentrat und Honigmelonsaftkonzentrat ist drin und noch Himbeersaftkonzentrat. Okay, ist also auch in homöopathischen 0,5% jeweils, also in homöopathischen Dosen ist es drin. Dosen in der Dose. Ja, hier war nur der Apfel. Gut, dann schauen wir mal. Ist wahrscheinlich auch grün. Farbe passt. Geruch. Was soll das sein? Ja, doch, Himbeer. Himbeer rieche ich raus. Okay, also wo jetzt da die, was ist alles drin? Maracuja und Melone ist, das weiß nur der Hersteller. Ja, Himbeer kommt ein bisschen durch, aber sonst fühlt sich jetzt nicht ganz so süß an wie der Doppelapfel, aber ist so undefinierbar.
vom Geschmack. Noch Minz, eher minzig. Ist da noch Minze drin? Nee. Wasser, Zucker, Kohlensäure, Aroma, Säuerungsmittel, Zitronensäure. Also, ich hätte jetzt eher, ist vielleicht auch dann der grünen Farbe geschuldet, aber ich mache die Augen mal zu. Ja, also es schmeckt eher wie Minze und ein Tick Himbeer, wenn man es weiß. Sehr interessant. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Maracuja-Melone sein soll. Hätte jetzt gedacht, okay, hätten wir auch als Minze durchgehen lassen können. Und interessant ist, dieses hier, Maracuja-Melone-Himbeere, steht nichts auf Österreichisch drauf. Oder es ist das doch das Gleiche. Weil da hier ist noch Tafelgetränk mit Milchserum, hier bei dem für die Österreicher. Und hier steht gar nichts drauf. Also vielleicht mögen die Österreicher nicht, kriegen es nicht. Keine Ahnung. Ja, kann man beides trinken? Wie gesagt, das schmeckt minzig hier. Und das schmeckt, ja, das schmeckt apfelig. Ist eine interessante Sache. Also wer das mal hat und vielleicht auch zu einem Döner, da passt das, glaube ich, dann ganz gut. Ist erfrischend. Ja, also wenn ihr es irgendwo seht, probiert's mal und dann bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Vor allem von dem, ob irgendjemand da Melone und Maracuja rausschmeckt. Das würde mich echt interessieren. Ja, also denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.